Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie erleben jetzt einen Ausschnitt aus Giuseppe Verdis Messa da Requiem, arrangiert für fünf Violoncelli von unserem stellvertretenden Solo-Cellisten Johannes Miro. George Bernard Shaw meinte, das Requiem wäre Verdis beste Oper. Und tatsächlich hört man aus dieser Totenmesse den Opernkomponisten Verdi heraus. Das Werk sollte eigentlich entstehen als ein Gemeinschaftswerk von vielen italienischen Komponisten für das Begräbnis von Gioachino Rossini. Es kam aber nicht zu dieser Uraufführung, sodass Verdi das Werk später umarbeitete und seine zentrale Komposition, das Liber Ramé, benutzte und daraus ein eigenes großes Requiem komponierte. Liber Ramé Domine, dieser Satz, den Sie jetzt hören, ist vielleicht der zentrale Satz aus dem Requiem. Befreie mich, Herr, aus den Tiefen, aus den Untiefen, aus meiner Schuld. Sie erleben fünf Cellisten aus unserem Orchester: Arne Christian Pelz, Margarete Niebuhr, Georg Reuter, Stefan Buchmüller und Claudio Korbach.